So, und damit herzlich willkommen zurück zu, ja, mein Test Itemiro, Folge 20, glaube, doch, müsste 20 sein. Hab gerade die Zahl eingegeben und weiß jetzt schon nicht mehr, ob es 20 war, aber doch, müsste 20 sein, genau. Letzte Folge war 19, jetzt 20, macht Sinn, also sind wir definitiv bei Folge 20, aber sowas von definitiv. Ist ja das nochmal eine brauchbare Anzahl an Fackeln. Geht doch. So, aber jetzt ist immer noch die Frage, wo kommen wir hier eigentlich hin? Kommen wir eigentlich irgendwo sinnvoll hin oder bleibt es hier nur eine Grotte? Es bleibt eiskalt so eine Grotte. Ich glaube das nicht. Mann, gibt es hier keine Ressourcen? Was ist denn hier los? Ich hätte gerne ein bisschen Eisen. Wenn das hier nicht so viel verlangt ist. Schwanz. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen Zinn oder was auch immer das ist. Zinn oder Silber. Eins von beiden. Gucken wir mal. Es ist natürlich Zinn. Das, was wir am wenigsten slash überhaupt nicht brauchen, ohne Kupfer. Ah, da war auch schon Kupfer. Ich habe nichts gesagt. Gar nichts. Ich mache hier ein bisschen Licht, ist ein bisschen scheiße dunkel hier. Oh, okay, sieht aus, als wenn hier doch ein bisschen mehr höhlenreich wäre. Sehr schön. Komm, hier muss noch mehr Kupfer sein. Das gibt's doch gar nicht. Wir brauchen mindestens 8-mal Kupfer, damit das uns überhaupt irgendwas bringt. Viermal haben wir schon. Ne? Also ich meine, Hoffnung stirbt zuletzt, auch wenn sie schon gestorben ist, aber. Ist das Eisen? Nee. Sind so nur komische Pflanzen. Was auch immer die Pflanzen machen, ich habe absolut keinen Plan. Ich weiß nur, dass sie immer auf Kohle wachsen. Entweder haben sie die Kohle dafür oder sie bringen einem viel Kohle ein. Okay, gut, jetzt. Kohlewitze sind doch so alt, Alter. Aus Koks wird wieder Kohle. Kennt eigentlich jemand das Lied? Also Falco hier, ne? Falco, ich weiß nicht, wie das Lied heißt. Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Ja, mein Junge, das weiß ich ja. Ich hab kein Geld und du hast kein Geld. Wer hat den Mann mit dem? Interessant, wie ich Bronze schreibe. So. Boom. Ja, 8-mal. Ist schon die neue Mischung. Das heißt, wir sind immer noch gefickt, weil wir immer noch mindestens 2-mal da oben. Na, schau mal einer an. Wir sind gerettet. Ja, jetzt haben wir 8-mal Bronze. 8-mal Kupfer. Und können uns damit Bronze bauen. Vor allen Dingen bauen. Trotzdem bin ich jetzt von der Ausbeute des Tunnels hier nicht ganz so begeistert, wie ich gehofft hatte. Ne? Ich meine, wir haben zwar jetzt, wie gesagt, ein bisschen was, aber es ist echt ein Witz. 8-mal Bronze. Also, daraus kriegen wir 9-mal Bronze, weil, ne, ist ja 8-mal Kupfer und einmal, leck mich. Zinn. Von daher kriegen wir daraus 9 Items, sag ich jetzt mal. So eine scheiß Wasserhöhle, Alter. Also zu meiner Zeit, ja. Da waren in Wasserhöhlen noch wesentlich mehr Rohstoffe drin. Da muss ich mich ja mal ordnungsgemäß beschweren gehen hier, ne? Es geht ja mal gar nicht. Tja, wir können uns natürlich auch irgendwo in die Wand klopfen, aber wenn hier so schon so wenig Rohstoffe sind, dann glaube ich mal kaum, dass hier irgendwie sonst noch Rohstoffe sind. Ich glaube, wir gehen einfach mal in eine andere Höhle. Das ist hier. Also irgendwie haben wir hier nicht allzu viel Glück in der Höhle. Komme ich hier raus? Ja, komme ich. Apropos rauskommen. Wir sind gefickt. Achso, das war ja das Ding hier. Hier haben wir auch nicht allzu viel. Ah, ist das Bullshit.
ist das bullshitisiert. Komm, wir graben uns einfach mal hier irgendwo in die Wand rein und dann mal gucken, ob wir raus, also ob wir hier irgendwie was finden, was rechtfertigen würde, dass wir hier unten sind. Baue auch ein Haus. Nice. Einmal da. Bram. Wir könnten uns auch einen Ofen bauen und dann einfach mal hier direkt eine Kupferspitzhacke machen. Ich glaube, das macht Sinn. Aber brauche ich trotzdem. So. So. Stellen wir mal hier hin. Einmal rein. Und dann legen wir einfach mal direkt los mit dem Loslegen. Und währenddessen essen wir mal was Schönes. So. Ich habe kein Geld und. Jetzt habe ich voll ein Ohr rum von dem Lied. Falco, du kleiner Wichser. So, na komm. Perfekt. So, dann können wir jetzt hier. Perfekt. Und wir haben Bronze. Und damit können wir unser erstes Bronze-Werkzeug bauen. Brrr. Vor allem viel wichtiger, wenn wir hier in der Höhle rumtun. So. Das Schwert soll ich dann auch mal auswählen. Haben wir wirklich eine Rüstung? Nein. Ja, eine Kaktusrüstung. Alter, ernsthaft jetzt? Kaktusrüstung? Was ist denn hier los? Hä? Warum schreibt sie den gleichen Text nochmal? Verstehe ich nicht. So, wir brauchen hier Licht. Finden wir jetzt hier nochmal irgendwie was oder kommt es hier echt gar nichts mehr? Das wäre echt traurig. Okay, da ist zumindest schon mal Zinn. Ist ja sehr weltbewegend, weil wir auch. So. Yay, Kupfer. Ein bisschen Licht machen hier. Können wir also wenigstens ein bisschen auf Bronze gehen. Auch wenn ich gehofft hatte, dass wir Eisen finden. Aber irgendwie haben wir doch mit Bronze wahrscheinlich mehr Glück. Vor allem jetzt auch schon so eine richtige, ne, wie heißt das denn nochmal? Gott. Na hier, wenn halt viel auf einem Haufen ist. Ah, genau, eine richtige Ader. Da platzt mir die Ader. Gut, das war's aber scheinbar schon. Egal, wir haben mindestens 8 eingesammelt. Sag ich doch, Alter, lol. Damit hat sich also die Spitzhacke schon wieder rentiert. Ja, alles eine Frage der Rendite. Ja, nee, dieses kleine Dorf hier, was ihr mit. Ach so. Ja, ne? Ist schon alles gewonnen, das Dorf. Auch wenn es noch lange nicht fertig ist. Aber es sieht jetzt so schon nice aus.
kann man mal gucken, wann das nächste, ja. Also das nächste Rohmaterial kommt. Das lässt sich doch mal in die andere Richtung gehen, damit der Tunnel hier nicht so lang wird und nicht so ellenlang gelaufen muss. Das heißt, wir gehen einfach mal so in verschiedene Richtungen hier von vorne ab. Dabei kann ich natürlich auch gleich mal die ganzen Fackeln hier mal abbauen. Dann spare ich die ganzen Fackeln nämlich schön. So, sehr schön. Dann baue ich jetzt hier eine gemauerte Steinmauer hin. Easy. Und grabe ich einfach mal in die nächste Richtung. Und das ist auch schon kaputt. Mist. Macht nichts, wir haben noch eine. Ist nicht sehr viel, aber gut, was soll's. Und dieser Dragon Mania LM möchte auch wieder euch sehen, hat er gesagt, weil wir im Spiel Freunde sind und möchte wieder mit euch spielen, sagte er. Dann sagt das halt zweimal. Ist mir egal. Kommt hier noch was oder eher nicht so? Also irgendwie habe ich das Gefühl, das Ding mag uns nicht. Wir können auch mal, ganz ehrlich, können wir... Nee, das wird so. Doch, können wir. Wir machen mal die Dinger hier ab, packen die mal auf die andere Seite. Ah. Und jetzt mache ich etwas, was ich eigentlich selber noch nie gemacht habe. Ich gucke einfach mal, wie das funktioniert. Also wie das funktioniert, weiß ich natürlich, klar, aber ich habe jetzt hier eine kleine Modifizierung drin und da weiß ich noch nicht ganz genau, wie das wird. Wo ist die andere Fackel? Da ist die Fackel. Wahrscheinlich müsste ich denn die Fackeln öfters mal machen. Öfter frequentieren. So, jetzt gehen wir nämlich doch mal wieder hier rein. 1, 2, dann gehen wir nämlich einfach hier komplett wieder rein. Die aufgestellten Fackeln, die leuchten dann nämlich hier durch. Da, so ungefähr. Tada! Die Frage ist halt nur, wenn sie hier so um die Ecke scheinen, ob dann die Leuchtkraft reicht. Ja, doch geht. Man sieht hier alles. So. Kann man nämlich hier so ein bisschen zweigleisig fahren, immer mit zwei Blöcken zwischen. Da sieht man nämlich auf dem Bereich definitiv alle Blöcke. Ist okay, naja, Geheimtrick jetzt nicht unbedingt, ist ja allseits bekannt, dass wenn man jetzt hier irgendwo Material drin ist, sieht man es entweder von der Seite oder von der Seite. Das heißt, man muss, wenn man jetzt großflächig abbauen möchte, braucht man nur quasi alle drei Dinger immer abbauen und muss nicht alles abbauen. Ja. Der Vorteil ist dabei natürlich auch noch, dass die Welt dann stabil bleibt, wenn man hier so eine Pfosten hat, heißt also die Oberwelt kracht nicht in sich zusammen. Ja, ich weiß, das würde sowieso nicht passieren. Meint ihr, das kennt ja keine Physik in dem Sinne? Könntet ihr sagen, wann ihr zusammen spielt mit Linux? Weil weiß nicht so genau, wann ihr spielt, weil er war gestern 10 Uhr da, stand auch in der Link, dass ihr 10 Uhr da seid, spielt, weil ihr dort gestern nicht.
So, und der gestern waren wir auch nicht da, aber er kann sich natürlich auch im Board melden. Und dann können wir. Hier ist besser absprechen. Und wenn er Voice-Chat hat, kann er zum Beispiel sogar, kann er sogar mitmachen. Aber das hat ihn, glaube ich, sogar schon mal gefragt und da hatte er aber Nein gesagt, dass er kein Voice-Chat oder ähnliches hat. So, also hier ist jetzt schon mal nur Kohle. Heißt also, die nächste Spitzhacke ist auch gleich weg und die hat nichts gebracht. Wir haben keinen Kupfer gefunden. Das ist übel. Also war die Aktion jetzt hier auch umsonst. Danke dafür. Oh, ich möchte sterben. Okay, ich wollte nur fragen, wann ihr vielleicht das nächste Mal spielt. Steht noch nicht fest. Und da ist die Fackel auch tot. Die Fackel. Die Spitzhacke. Ja, gut, das war natürlich also eine Ausbeute, die absolut traumhaft ist. Okay, wir gehen einfach nochmal hoch. Ja, die Höhlenerkundungstour ist dann quasi damit abgeschlossen. Was mache ich jetzt hier gerade? Ich mache es gerade. Daumen. Sorry, ich darf nur texten. Sorry. Warum sorry? Jetzt lauf doch mal hier. Domina! So, da bauen wir hier mal zu. Bap. Und bap, bap. Perfekt. So, jetzt müssen wir nur wieder hochkommen. Wir versuchen einfach mal unser Glück, ob wir hier direkt hochkommen. Wir haben jetzt mittlerweile sehr viel Stein dabei. Das heißt, jetzt sind wir nicht hochkommen. Wie gesagt, bauen wir es einfach hoch. Ist mir jetzt auch relativ recht. Die Frage ist nur, wie geht es überhaupt raus? Ich habe keine Ahnung. Und damit wir nicht an 1.20 mal vorbeigehen, baue ich am besten, weil, wie gesagt, die Höhle hier, die ist für mich abgeschlossen. Hier werden wir nichts mehr finden. Von daher baue ich auch die ganzen Fackeln wieder ab. Dann können wir uns da auch nicht verirren, dass wir an einem Ort 20 mal vorbeikommen, bei dem Versuch rauszukommen aus der Höhle. Aber würde mich freuen. Was? Ich darf nur texten. Sorry, aber würde mich freuen. Macht der Satz irgendwie Sinn oder verstehe ich den Sinn einfach nur nicht? So, von hier kamen wir nicht, ne? Nee. Das war die eine kleine Höhle. Genau hier war die andere kleine Höhle. Oder kamen wir von hier? Seht ihr? Und schon geht dann nämlich das Theater los. Ne, von hier kamen wir nicht. Okay. Dann baue ich hier mal auch die ganzen Fackeln wieder ab. Da bringt uns die Höhle echt kein bisschen was. Ne? Also, wie gesagt, wir haben ein bisschen Bronze bekommen, ne? Aber ja, bei weitem nicht die Beute, die ich auch oft hatte. So, dann ist das jetzt hier erstmal auch. Wissen wir schon mal, dass wir hier schon mal nicht mehr versuchen, ein bisschen rauszukommen. Ist da irgendwo eine Fackel? Ja, das ist noch eine Fackel. Aber da fackel ich mal nicht lange, sie wieder abzubauen. Ich möchte sterben. Boah, Alter. Ah, genau, da kommen wir raus. Sehr schön. Upsala, nicht runterfallen. Komm ich überhaupt hoch? Schüssel! Wow. Scheiße. Och, Kack. Bitch, Arschkacke. Dreckskack, Arsch. Geronimo! Ja, wohl, Alter. So, ab hier kommen wir wieder raus. Sehr schön. Gut, das heißt dann, ja, die Höhle, wie gesagt, brauchen wir nicht weiter forschen, bringt nichts.
Da suchen wir uns immer mal nochmal irgendwo eine andere Höhle. In Hoffnung, dass es nur hier so die Ressourcenarmut lokal begrenzt ist. Weil soweit ich weiß, ne, so schlimm wie es bei dem Carpeten Server ist, ist, sollte das hier eigentlich nicht sein. Oder ist es jetzt allgemein bei meinem Test so, dass allgemein mein Test jetzt so ja ressourcenarm ist. Na, wenigstens Zuckersand gibt es massig. Haben wir hier schon geguckt? Runter. LOL. Ich sehe also auch noch eine Höhle. Ist hier interessant. Wow. Ja, hier geht sogar relativ steil runter. Den nehme ich mal nochmal ab. Und guck mal, ob wir hier hinten irgendwie rauskommen. Ja, hier sieht es besser. Ah ja, mehr oder weniger besser aus. So, hier hinten haben wir schon mal geguckt hin. Na, das sieht doch viel vielversprechend aus. Vor allem, es geht ja auch stetig bergab. Das heißt, ne? Das heißt, es geht sogar richtig steil bergab hier, Alter. Okay, hier haben wir zumindest mal wieder Kupfer. Ach ja, wir haben gar keine Spitzhacke mehr. Kann man nicht einfach ohne Zinnenkarre machen, ne? Ne, kann man natürlich nicht. Wir hätten mal den Ofen mitnehmen sollen. Hätten wir mal echt tun sollen. Ach, scheiße. Schizzle the Dizzle. So ungefähr. So, da gucken wir mal. Das kann dauern. Wäre cool, wenn wir jetzt in dem Abzweck hier tatsächlich Kohle finden würden. Aber ich dachte, ich hätte vorhin, also in der letzten Folge, bereits alle Abzweige abgeguckt und wir hätten nur den einen gefunden. Dann müssen wir den Abzweig jetzt, den wir jetzt gerade reingegangen sind, echt übersehen haben. LOL. Kann ja mal passieren. Ist ja auch nicht das Ende der Welt. So, da schreibt schon wieder was. Weiß. Was? Oh Gott, Alter, schreibt. Boah, Alter. Da würde mich freuen. Weiß ist nicht gut und. Weiß es nicht gut und ist ein englischer Server, aber den Server Vanessa Bananaland ist auch gut, also ich wollte spiele jeden Tag mit Dragon Minim, weil da was Besseres gibt, aber nicht besser als dein toller Server hier. Okay. Okay. Ach, hier ist er nochmal. Nice. So, das heißt, wieder alles weg, du wieder da rein. Und dann wieder rein und dann alles. Jetzt haben wir nochmal 10 Mal. Ne? Prop. Thanks. So. Bitte lass es ein bisschen mehr sein hier. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Okay, das war's schon. So, gehen wir mal hier in die. Das war's? Are you fucking. Ach du Scheiße! Oh mein Gott, wir haben keine Rüstung dabei. Doch, naja, unsere. Ja, wo sind die jetzt? Hä? Ja, klar! Einfach mal ins Gestein gedrückt. Vor allem von da aus können wir ihn jetzt gar nicht mehr angreifen, oder? Och, leck mich doch ernsthaft jetzt. Hehe. Hehe. Na. Nichts gedroppt. Was für ein Arsch. Da greift das an und droppt ja nicht mal was. Alter. Sowas von asozialer kleiner Wichser. Yeah. Diese Monster, ne? Die gehen mir aber schon scheiße auf den Sack.
Stirb halt. Ah ja, einmal Baumwolle, okay. Na, hier geht's wieder hoch. Ich wollte aber gar nicht hoch, ich wollte runter. Uha! Ach, da unten ist wieder Wasser. Wenn da schon wieder Wasser ist, dann geht's doch auch wieder nicht weiter. Ich versuche mal hier durchzukramen. Oh! Ja. Versuch geglückt. Ich sehe nichts. Kupfer! Hä? Ja, das war voll intelligent. Okay. Na gut, also das war mal wieder ein Sackgassen-Ausflug. Aber dann in die andere Richtung war ja auch noch ein Abzweig. Da so lang. Und da geht es auch noch weiter runter, wie man sieht. Ja, Kupfer. Ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich immer mehr das Gefühl, dass dieser Map-Gen auch ganz schön. Wobei. Spinne ich? Ich bin doch bescheuert, Alter. Eben für den Etherwheel-Server habe ich doch auch den Carpathian Map-Gen genutzt. Das heißt, hier sind Rohstoffe genauso selten wie auf dem Carpathian-Server. Ich bin noch voll fast. Nein, deine Mutter. Schwanz. Ja, dann können wir natürlich lange suchen. Damit fällt meine Hoffnung also gleich in den negativen Bereich. Ja. Können wir so froh sein, dass wir überhaupt quasi was gefunden haben. Ich sehe nichts mehr. Bitte geh hoch, bitte geh Licht, bitte mach irgendwas. Hallo, bitte mach irgendwas. Ich will da hoch. Deine Mutter! Ey, die Fackel war schön, die war teuer. Die bezahlst du mir. Wo ist denn die jetzt hin? Sag mal. Bisschen blöd oder was? Arschloch. Aber wenigstens geht es schon tief runter, das heißt, selbst wenn hier, ich sehe nichts mehr. Selbst wenn hier keine, also kaum Ressourcen geben sollte, Eisen, ich habe Eisen gefunden, oh mein Gott. Oh mein Gott. Selbst wenn es hier kaum Ressourcen geben sollte, kommen wir zumindest so weit runter, dass wir wieder mit dem, in den Bereich kommen, wo es wieder mehr Ressourcen gibt. Und damit zumindest ein bisschen Chance haben, dass wir hier auch ein bisschen mehr finden. Alter, ich will auch jetzt rüber. Da muss es doch noch was geben. Arschloch. Na gut, gehen wir mal hier weiter runter. Ach, Alter, jetzt mach mal hier Licht. Bop. Eisen! Oh, Eisenherz. Dragon und ich haben gestern hier und vorgestern sehr viel Leben gefunden. Da wird sich aber... Ja.
So, ich brauche hier noch ein bisschen weiter, ne? Da, Eisen ist ja teilweise ein bisschen. Na, siehst du? Da ist schon besser. Zum Beispiel auch noch mit. Alter! Eisen ist ja ein bisschen verbreiteter teilweise. Da kann es sein, dass man da immer mal ein bisschen weiterkramen sollte. Da findet man meistens noch ein bisschen was. Aber vor lauter Lichtarm. Okay, merk schon. Also man kann Fackeln nicht direkt neben Wasser aufstellen, dann gehen sie auch schon weg. Oder auch nicht. Schwanz. So, gucken wir mal in die Richtung weiter. Alter, achso, siehst du, hier war nur noch Kupfer, oder? Habe ich den auch schon abgebaut? Ich weiß es gar nicht. So, hier ist auch noch eine Höhle. Nein, so ein Lehmklumpen, aber weiß, wo sehr viel dieser farbiger Einhaus. Alter, okay, wir bleiben hier unten. Hier unten ist ein schöner Ort, hier gibt es ganz viel Eisen. Das ist geil. So viel Eisen. Also, da muss auch schon wieder Eisen. Ist das schön, ist das schön. Endlich haben wir hier ein bisschen Fläche gefunden, wo man ein bisschen was abbauen kann. Ist doch geil. Ich will es auch nicht wissen, wie tief wir jetzt mittlerweile sind, weil wir sind da ein ganz schönes Stück runtergeschwommen. Von daher dürfte man mittlerweile auch schon auf einer beachtlichen Tiefe sein. Aber solange es hier Eisen gibt, ne, ist ja alles gut. Ich muss echt noch mal gucken, ob der Carpet, also ob der E-Table-Server hier auch auf dem Carpet in Map-Channel läuft, aber glaube ja. Hatte ich damals so eingerichtet gehabt, weil der Carpet in Map-Channel halt relativ schön ist von der Landschaft her. Auch wenn er dafür von den Ressourcen her extrem geizig ist. Alter, hier geht gerade echt. Also, das ist hier voll in Ordnung, ne? Hier gibt es schon viele Ressourcen. Kann ich ja bald noch mal einen Ofen anschmeißen hier. Mal ein bisschen einschmelzen. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, da muss ich noch mal ein bisschen nach oben. Ah, scheiße, da kommt Wasser, da kommt Wasser, da kommt Wasser. Ich brauche doch kein Wasser. Also Wasser ist hier unten, das ist echt das Letzte, was ich brauche. Kann ich bitte hier springen oder so? Hallo, ich will springen. Arschloch. Warte, jetzt haben wir mal gut hier. Feierabend. Schluss mit lustig. Das ist doch Eisen. Eisen! So, wir stellen jetzt mal den Ofen auf. Das lohnt sich auf jeden Fall, weil wir haben mittlerweile. Alter! Wo haben wir das ganze Eisen her? Kenne ich gar nicht. Ist das neu? Gibt's das neu in meinem Test? Wo stelle ich jetzt den Ofen am besten auf? Wo er nicht stört. Am besten hier so direkt. Nice. Ganz, ganz viel Eisen. Beziehungsweise, wir können natürlich auch hier gleich mal gucken, dass wir hier so ein bisschen so, ne, so. Erstmal ganze Kupfer hier kupfern. Siehst du, passt genau hier mit dreimal. Dann haben wir eine. Ah, ne, brauchen wir gar nicht. Wir haben hier noch Zinnbarren. Den Zinn brauchen wir also noch nicht einschmelzen. Ach, ich habe mich doch krass vertan, sehe ich gerade.
So, wir haben jetzt hier 9 Mal, das heißt, wir brauchen noch 7 Mal für das eine und kriegen dann, ja, für den nächsten haben wir dann schon zu wenig. Na gut. Immerhin 7 Mal. So. Dann haben wir genau für 2 Mal Bronze produzieren, alles beisammen. Und dann noch ein bisschen Stahl dazu. Endlich mal Stahl. So, während der Ofen schon mal weiter brutzelt, kann ich das schon mal hier so. Nein. So, alles. Jawohl, das ist doch mal eine ordentliche Menge hier. Das kann man doch schon machen, jetzt kann man doch, ist doch angenehm hier. So, dann machen wir gleich mal 2 Stück. Wir haben es ja jetzt, ne? Kann man ja richtig schön verschwenderisch hier sein, richtig schön hier alle verbrauchen. Powered by Verbraucherschutzzentrale. Das ist ja gut jetzt. So, dann gehen wir mal hier mal weiter runter, während er da oben einschmelzt. Wir brauchen langsam mal neue Fackeln. Oh, ist das schön, so viel Eisen. Das gefällt mir. Und die letzte Fackel. Hey, so. Ah, ne. Dachte gerade schon, hier unten ist schon wieder Ende. Was? Wie wo? Ach du Scheiße, wir sind gefegt. Der, wieso glitschen die immer in die Wand rein? Sind die bekloppt? Und wir sollten mal was essen. Kommt der wieder raus? Nein, kommt er nicht. Aus welcher Farbe braun, rot, weiß kennst du diese Art? Was? Nein, Lymphknopf, aber weiß nicht sehr viel. Kenne diese Art Abkürzung nicht. Aus welcher Farbe braun, rot, weiß? Meinst du dieses Beckett Clay? Glaub schon. Beckett. Ach so. So, da geht es noch tiefer. Gehen wir erstmal runter. So, wir haben auf jeden Fall erstmal schön viel Material dabei. Apropos, wir sollten noch mal wieder ein paar Fackeln hier. Da fackel ich nicht lange. Oh, diese Witze. Die werden die alt. Oh, das war gerade ein bisschen viel. Egal. So, ja, die erste Essensration ist schon leer. Jetzt gehen wir schon langsam an die Äpfel ran. Und wir sollten definitiv mal Feierabend machen. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge mal wieder und dann gehen wir in diesen kleinen Ding da weiter runter. In dem Sinne, bis morgen zur weiteren Höhlentour.